Einen wunderschönen guten Tag zusammen zum heutigen YouTube-Video. Ihr habt bereits zwei Teile gesehen, wie wir den Motor auseinander gemacht haben. Wieder mit am Start Chris hinter der Kamera. Wir haben Tim dabei, unseren Experten. Ich hoffe, euch haben die vorherigen Videos gefallen. Ich weiß noch gar nicht, wie ich dieses zweite Video von dem Motor auseinandernehmen geschnitten habe. Das ist zum aktuellen Zeitpunkt nur zerpflückt. Das ist noch nicht fertig geschnitten. Heute um 13 Uhr ist der erste Teil online gegangen. Feedback habe ich auch noch nichts geguckt, noch nicht mitbekommen, gesehen. Ich hoffe, das ist gut angekommen, weil es war echt eine Menge Arbeit und ich habe auch festgestellt, dass tatsächlich dieses ganze Projekt doch ein wenig krasser ist, als ich es mir vorgestellt habe. Am Ende des Tages ist halt das Wichtigste, dass es euch unterhält und vielleicht den einen oder anderen bisschen Informationen mitgibt, wo ich dir auch nochmal Komplimente aussprechen muss. Du hast wirklich, wirklich gut erklärt. Ja, man muss auch Props an meine Grundschullehrerin geben. Warum? Ich kann lesen. Das ist halt in meiner Ausbildung schon sehr hart gewesen. Mit dem Lesen. Ich bin da auch immer noch nicht so gut drin, aber nach 20 Jahren nochmal anfangen, lesen zu lernen, ist schon hart. Okay, krass. Danke, Frau Dangemeier, nochmal dafür. Grüße gehen raus. Was wir heute in dem Video machen werden, also in diesem Teil, wird sein, wir werden hier den Motorblock auseinandernehmen. Mit Rülpser, ja. Genau. Sehr wichtig. Was wir nicht vergessen dürfen, wir hatten, das hatte ich jetzt, glaube ich, nicht mit ins Video reingeschnitten, wir hatten hier bei diesen Pullis heißen die, ja? Ja, es sind Keilriemenscheiben. Okay, bei den nennt die Pullis, weil die halt Zug machen, also Pull. Auf jeden Fall die Keilriemenscheiben. Ich habe schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Das geht mir im Podcast auch so. Link ist unten in der Beschreibung. Wir haben versucht, die Pullis auseinanderzunehmen oder abzuschrauben. Da haben wir festgestellt, dass wir nicht das passende Material dazu haben oder Equipment. Festgegammelt. Gut, was willst du erwarten? Der Motor war jetzt, glaube ich, 8 Jahre draußen und in der Garage drin. Dass da nicht mehr alles so auf bester Qualität ist, ist auch irgendwo verständlich. Tim hat das Ganze einmal mitgenommen und hat es bei sich in der Arbeit gelöst. Wir haben es wieder draufgesteckt. Im Wahrheit war ich richtig hart pumpen und kann jetzt den hier machen. Oh, fuck, ist das rostig. Aua, ouchi. Ouchi. Oh Mann. Genau, wir haben hier Follower-Botter, die Idioten. So. Die muss einfach ein bisschen pumpen gehen, Handgelenkkraft aktivieren und dann kriegt man die Schrauben raus, die nicht aufgehen. Ja, ich habe das in der Arbeit einfach gelöst. Die Dicke hier unten, die kriegt halt richtig Power. Deswegen mit diesem kleinen Motorständer zu zweit heben und Scheißdreck, keinen langen Hebel haben und so, kriegt man die einfach so pauschal einfach gar nicht mehr auf. Das habe ich halt auf Arbeit dann mit dem richtigen Werkzeug und dem Schlagschrauber lösen können. Er hat auch von der Nockenwelle, die auch relativ geknallt wird, hat er jetzt hier mal die Schraube gelöst. Das wird uns natürlich dann später alles ein wenig helfen, wenn wir da hinkommen, dass wir jetzt im Livestream ein bisschen schneller vorankommen. Dann würde ich sagen, was ist der Plan fürs heutige Video? Ich würde jetzt sagen, wir machen die zwei Keilriemenscheiben runter. Ja. Die ja zum Glück schon gelöst sind. Das heißt, die 5 Schrauben daraus, inklusive der Zahnriemenscheibe, der Zahnriemenabdeckung, dem Zahnriemen selber und der hinteren Zahnriemenabdeckung, weil dann haben wir einen nackigen Block. Das heißt, wir fangen praktisch jetzt an der Seite, so wie wir es im ersten Video gemacht haben. Da haben wir auch außenrum alles weggemacht. Genau, wir machen da jetzt weiter. Gleiches System, wieder alles außenrum wegmachen. Genau, und dann gucken und wir dann Kolben ziehen. Okay, ja. Da bin ich echt gespannt drauf. Ich brauche bloß meine Handschuhe. Wollen wir die Prostata-Untersuchung gleich machen? Oh, heute nicht, danke. Tatsächlich ein bisschen Gefriemel, weil mit meinen dicken Wurstfingern komme ich da nicht so richtig rein. Weil die müssten einfach abspringen. Normal sind die leicht verpresst da drauf. Die klopft man dann runter oder macht das mit dem Abzieher. Sind das zwei, oder? Ja, äußere, innere. Laufen die, aber die laufen gleichzeitig? Ja, klar. Die sind ja beide mit einer Schraube, also mit den gleichen 4 Schrauben verpresst. Den kann man so runternehmen. Und die Schraube müssen wir auch nochmal. Ah, okay. Lol. Ja. Ah, okay. Das ist nur von der Kurbelwelle. Ja. Okay, verstehe. Das heißt, wir machen jetzt hier an der Seite äußere Zahnriemenabdeckung ab. Learning by Machen. So, dann haben wir hier noch einen größeren. Deine Schrauben sortierst du dir selber, die fasse ich nicht an. Die sind schon gut drauf. Das ist so witzig, wenn man das jeden Tag macht, zu sehen, wie langsam ein Mensch schrauben kann. So, irgendwo hängt es noch. Hier unten ist es nämlich eingehakt. Siehst du das da? Mach den Haken aus. Der ist draußen. Wie sieht's da aus? Sieht es mir danach aus, als würde es irgendwo hier noch hängen? Siehst du das im Bus, ne? Wahrscheinlich, ja. 3 oder 4, schätze ich. Ich würde nur die Schraube schon aufreißen, wenn das okay ist. Bevor die auch rund ist. Ja. Da haben wir die Zahnriemen schon weg. So einfach baut man Zahnriemen aus. Das müsste Ölpumpe sein. Okay. Vermute ich. Oder Wasserpumpe. Kann ich jetzt tatsächlich nicht genau sagen.
Das heißt, ich mache jetzt hier die zwei auf und dann ziehen wir entweder die Öl- oder Wasserpumpe. Das sage ich dir, wenn es draußen ist, was es ist. Gerne können wir auch einen größeren Hebel nehmen, wenn dir das leichter fällt. Warte. Es geht schon. Geht's? Ja. Weil meine Prämisse ist nicht, wenn man das 11 Stunden jeden Tag macht, 4 Tage die Woche. Ich bin ja ein sehr gottgesegneter Mensch mit meinen Arbeitszeiten. Dann nimmst du immer den größten Hebel, den du nutzen kannst. Ja, um weniger Kraft zu brauchen. Kraft, ja. Weil sonst machst du das nicht so lange. Ich habe bloß keinen Bock, dass ich die Sachen hier kaputt mache. So eine Schraube reicht nicht. Nein, ich meine mein Werkzeug. Das, also wenn das KS-Tools-Zeug bricht, dann bin ich ein angepisster Kunde von denen. Ah, hast du auch KS-Tools? Ein bisschen was, nicht viel, aber ich habe einen SW-Stahlkoffer, aber es ist die gleiche Qualität. Und wir gehen jetzt hier mit dem Schonhammer drauf, dass wir auch das Metall nicht kaputt machen. Im besten Fall misst der Schlag die Dichtfläche. Ah, okay. Das heißt, das ist das Rad von der Wasserpumpe. Oder eventuell auch Ölpumpe. Ich vermute eher Wasserpumpe, ja. Aber ich weiß es nicht, muss ich dir ehrlich sagen. Okay, das heißt, das ist Kurbelwelle. Genau. Und nebendran ist direkt die Wasserpumpe oder Ölpumpe. Hast du da? Wie gesagt, wahrscheinlich das, Wasserpumpe, aber... Das sehen wir jetzt. Ja, ansonsten, wo wäre die Wasserpumpe sonst? Wasserpumpe. Siehst du pauschal nicht so, aber ich sehe es im Flansch. Okay. Das Loch ist zu groß für Öl. Okay, die können wir ja rausnehmen, ne? Eigentlich gerade schon, ja. Wir putzen ja eh alles. Das heißt, wenn jetzt aktuell was reinfällt, ist es nur halb so schlimm. Okay, das heißt, das ganze Teil ist an einem Stück. Das heißt, das muss wir dann... Wir müssen das hier noch lösen, weil die obere Abdeckung... Die liegt da drüber, der. Genau. Ich seh's. Okay, weg ist's. Ja. So. Und dann kann man das hier so rausfahren. Also es ist nur gesteckt dann praktisch. Da bin ich jetzt echt mal gespannt über die Funktion. Oh. Ausgleich. Ah, nee, das ist ziemlich. Damit witzig. Hätte ich jetzt nicht. Habe ich auch noch nicht so gesehen. Wie gesagt, AP-Motor auch ein Fremdwort für mich. Ja. Das ist dein Antrieb für deinen Zündverteiler. Ah, also, stimmt. Das hatten wir ja. Das sitzt hier unten drin. Hier. Okay. Ja. Krass, aber wo hat der dann die Wasserpumpe? Separat. Ja. Die wird dann wahrscheinlich über den Kaltriemen antrieben, vermutlich. Okay, krass. Also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, tatsächlich. Ich dachte mir, als du das letzte Mal erklärt hast, dass da separat nochmal irgendwie Mechanismus ist, der dann über, was weiß ich, vielleicht über die Kurbelwelle oder so, dass da am Ende nochmal ein Rad ist und es dann damit antreibt, über eine, wie heißt das, Winkelverstellung oder so? Du weißt, was ich meine, wenn das eine sich so dreht und dann so... Schnecke oder wir haben ja hier auch Schrägverzahnung. Ja, Schrägverzahnung, genau. Aber in dem Fall greift es ja so. Kann man ja auch kurz mal zeigen. Hm? Die Seite. So sitzt es nachher. Das heißt, unten wird es dann angetrieben von der Kurbelwelle? Von der Kurbelwelle. Nee, das wird angetrieben vom Zahnriemen und dreht sich dann und dadurch dreht es praktisch den Zündverteiler. Ja, dann haben wir das Ganze, was wir in dem ersten Video hatten. Nochmal fertig abgeschlossen, genau. Genau. Dann kannst du deine Kurbelwellenzentralschrauben lösen. Komm mal kurz her. Hier ist ja auch wieder eine Ölbohrung, ja. Das heißt, im Endeffekt. Überall durch diesen Motor läuft eigentlich irgendwo Öl. Überall. Krass. Da unten drin. Und hier ist quasi im Lager. Also das ist eine sogenannte schwimmende Lagerung. Du hast kein, wie nennt man es, Kugellager. Ja. Danke. Sondern der Öldruck zentriert diese Welle da drin. Ja. Und dadurch sorgt es, dass diese Welle einfach nur schwimmt. Okay. Hast du beim Turbolader auch. Turbolader haben keine, du musst ja überlegen, Turbolader. Ja, da gibt es doch schwimmt gelagert und... Es gibt Kugelgelagerte ja auch. Mit ja, aber die sind richtig teuer, ne? Mhm. Ja, gut, also ich finde schwimmend geladen persönlich immer besser, ist viel anfälliger, ja. Aber wenn du dir überlegst, ein Turbolader dreht mit 120.000 bis 200.000 Umdrehungen. Die Minute? Ja. Hast du das gewusst? Also auf Volllast? Vollgas, ja. 120.000 ist gängige Drehzahl für einen Turbolader unter Volllast. Okay, krass. Ja, Metallkügelchen in der Schale rumlaufen lassen, Junge, werden die heiß. Ich hätte auch noch eine Projektidee, ist noch bei mir, wäre der Turbolader irgendwann fällig. Ja, machen wir. Das können wir machen, ja. Also, wir haben jetzt den Antrieb von Zündverteiler weggenommen. Richtig. Das heißt, als nächstes müssen wir ja eigentlich von oben nach unten wegbauen. Oder macht man als erstes die... Nee, wir machen jetzt da unten fertig. Das muss auch noch raus, oder wie? Muss weg, sonst kriegen wir die Kurbelwelle nicht raus. Ah, okay. Das heißt, die Schraube kommt weg. Richtig. Dann das Rad. Macht es Sinn, bevor man das einbaut, die ganzen Bauteile hier einmal zu reinigen? Das nicht unbedingt. Läuft ja nicht in Öl und im Endeffekt auch keine hohe Verschmutzung zur Rohrstart. Also okay. Kann man machen, muss man nicht machen. Dann machen wir diese... Das können wir nicht rausholen. Das heißt, die zwei Schrauben hier unten. Ach, das ist eine Abdeckung. Ja. Ja gut, das sieht so festgerostet aus, dass man das gar nicht sieht. Drei Schrauben unten, eine hier an der Seite. Ah, warte mal, das sind... 10 müsste es sein, schätze ich. Das ist Imbus. Das müsste auch wieder 3 oder 4 sein. Ich weiß nicht, was wir davor hatten. Immer klopfen erst. Okay. Mit der harten Seite, oder? Nimm dir eine Verlängerung. Ist schon drin.
Ja. Jetzt geht es nämlich quasi schon langsam an die Ölwanne. Ja gut, das ist ja auch eine Schraube, die zusätzlich noch die Ölwanne hält. Also geht ja durch die Ölwanne durch. Die Schraube macht man auch nicht neu, oder? Die Ölwandschrauben, die kriegen keinen Drehwinkel, also nein. Drehwinkel heißt keine Kraft drauf, oder? Doch schon. Ich schätze, dass die irgendwas zwischen 15 und 45 Newtonmeter abkriegen, ja, gut, aber du dehnst die Schraube nicht. Das heißt, die Güte, die Herzfestigkeit von der Schraube ist genau gleich wie davor. Aber irgendwie kriege ich das nicht raus. Ah, jetzt kommt sie. Die geht ja auch ein bisschen hoch. Ja, okay. Das siehst du ja. So. Umso weniger wir runddrehen, umso weniger Probleme haben wir. Ich mach bereits schon mal einen netten Trick vor. Hebelt man das dann auf, oder? Ja, das kann sogar sein, dass das geklebt ist. Dass da quasi eine plane Dichtfläche Metall auf Metall ist und dazwischen wird einfach Dichtmittel geschmiert. Okay, verstehe. Stehe ich auch erst ganz draußen. Ist, wie gesagt, erster RP-Motor für mich. Ist da noch eine? Ja, zwei sogar noch. Ich habe mir beim Videoschnitt, habe ich mir echt gedacht, die Leute, die sich das anschauen, also wenn sich da Leute das anschauen, wie geisteskrank dumm die sich vorkommen oder intelligent sie sich vorkommen, wenn sie da zuhören, wie ich da irgendeine Scheiße laber von wegen, ich glaube, das sind die Zündkerzen. Oh nee, der hatte, glaube ich, keine Zündkerzen. Das war richtig Fremdscham für mich selber. Ja, ich bin ja auch Profimechaniker. Können wir mal gucken, schon mal parallel, lässt sich so lösen. Also Trick 17, ein Hebelbaschel. Ja. Eine schöne runde Fläche. Das Werkzeug wird theoretisch nicht beschädigt. Wir haben hier schöne Angriffspunkte, das ist nicht bei jedem von den Deckel so. Manchmal muss man auch wirklich mit dem Schraubenzieher. Das ist schon aber ein Metalldeckel, oder? Das ist ein Metalldeckel, ja. Okay. Gehe ich hier einfach so ein bisschen hin. Kann auch tatsächlich sein, die Ölwanne muss zuerst weg. Aber das sage ich dir dann gleich. Ja, die muss weg. Die muss erst weg? Die muss erst weg. Und danach kann man den weghebeln? Danach können wir den Deckel weghebeln. Das heißt, ich drehe dir schon mal einmal den Motor hin. Aber da fliegt jetzt nichts raus oder so. Also es ist ja alles fest, ne? Richtig. Außer Rost. Und vielleicht gleich ein bisschen Öl. Ja, das ist jetzt nicht so schlimm. Das ist ein bisschen auf Schräglage. Das glaubst du gar nicht, wie viel Öl da noch drin ist, gell? Nee, das hätte ich jetzt nicht. Warte mal kurz, bevor wir weiter machen. Nur, dass ich das wieder gescheit arretiert kriege. Perfekt. Einmal überkreuzt auch wieder, ne? Das spielt nicht so eine große Rolle, weil ich würde eh sagen, aufgrund von der Basis von der Ölwanne. Die machen wir neu, die oder? Die würde ich tatsächlich neu machen. Darf ich mal? Ja. Ich guck nur schnell. Ob die so gängig sind, oder? Ja, ich spare uns einfach ein bisschen Zeit, weil ich merke halt, wie sie reinrutschen und ob wir den Hammer tatsächlich brauchen. Und deswegen löse ich die jetzt nur einmal schnell an. Okay. Beziehungsweise bei denen, wo wir es halt vielleicht doch brauchen, können wir dann gleich noch klopfen. Eigentlich kann man doch da dann auch mit dem Akkuschrauber jetzt rangehen, oder nicht? Ja, ein paar sind dadurch, dass die Löcher teilweise nach oben durchgehen. Hier, die gehen komplett durch. Ja. Und da kriegen sie halt viel Dreck und Rost und so ab. Okay. Deswegen würde ich das tatsächlich nach Gefühl mit Hand machen, weil es sein kann, die werden wieder fester. Und das sind recht dünne Schrauben, die reißt du gut ab. Ah, okay, das heißt dann das lieber nicht mit... Genau, einfach auch fürs Lernen empfinden. Ja. Sage ich immer, mach mal lieber zweimal mehr von Hand als einmal mit Maschine. Kann ich die jetzt schon komplett rausdrehen? Komplett. Raus mit der Viecher! Das ist das, was ich meine. Du hast ja gerade gemerkt, du hast jetzt nochmal einen erhöhten Widerstand. Ja. Das ist genau die Schraube, wo ich gezeigt habe. Oh ja. Ja, und jetzt haben wir ein Problem. Komm, dann mach du da, dann gehe ich hier rüber. Witzigerweise, die ist gebrochen. Ja gut, der Winkel sieht jetzt nicht so gesund aus. Mal hier ist sie noch halb drin. Mhm. Und hier hängt sie schon schräg, das heißt, die ist gebrochen. Das heißt, ja gut, das ist ja aber kein Gewinde, oder doch? Da klar ist Gewinde drin. Wie soll sie schon heben? Das heißt, einmal durchbohren und Gewinde reinschneiden wieder. Okay. Aber ist jetzt halt altersbedingt, oder? Fest. Also wie gesagt, da ist halt Gewinde offen. Alles, was an Dreck und Wasser da reinfließt, läuft da rein. Ja. Schraube dehnt sich auf, Material von innen zu. Das Ding ist halt bigger fest, aber das ist schon raus. Ich will dir mal Trick 17 zeigen. Ja. Jetzt pass auf. Ich mach immer. Achso, du machst so auf und zu? Ja, und dann kannst. Okay, ich probier's mal. Funktioniert gut. Die darfst du machen, weil ich will nicht die nächste Schraube wieder ficken. Passiert dir das eigentlich öfters, dass er mal rausrutscht? Was kommt dann als Schutz drauf, wenn ihr den Rost weggemacht habt? Lack, oder? Da bin ich raus. Ich habe keine Ahnung von Lackierung und ich habe noch weniger Ahnung von Motorlackierung. Und ich weiß auch nicht, wenn man den Rost im haushaltsüblichen Maße so wegkriegen, dass der nicht wieder durchkommt einfach. Also, dass der nicht ganz wegbleibt,
Ist ja, denke ich mal, verständlich. Ja gut, Glasperlenstrahlen wäre jetzt eine Idee von mir. Gut, da müssen wir uns dann halt informieren. Aber ich gehe mal davon aus, ja, ich werde mich dann da mal informieren. Aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass es jetzt so geisteskrank lange hält. Ich gehe mal davon aus, dass es nach einem Jahr oder so spätestens wieder anfängt. Also ich weiß von Motoren, wenn die kein Salz und nicht zu viel Wasser scheißen, ja, so abkriegen, wieder 10 Jahre top aussehen. Echt? Ja gut, man muss halt pflegen. Aber da kann ich dir halt nicht sagen, was die gemacht haben vorher. Wie die das versiegelt haben, wie die das lackiert lassen haben. Pulverbeschichten geht auch. Aber ich meine hitzeresistente Pulverbeschichtung ist krank teuer. Für die Leute auf YouTube, ihr dürft gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr Lackierer seid oder davon Ahnung habt mit Motorlackierung, was man da machen kann und wie man das macht. Vor allem, wie wir das machen können, beziehungsweise ich. Ganz ehrlich, wenn ihr Bock habt und das öfters gemacht habt, meldet euch. Ich komme vorbei mit dem Motor. Wenn es sein muss, fahre ich eventuell, wenn ich einen guten Tag habe und das nötige Benzingeld, fahre ich auch nach Berlin dafür. Mal kurz, ja, für einen Tag. Sind alle raus, oder? Eine noch, ja, zwei noch. Die Schiefe Zehner, und die Zehner, genau. Ja, Schraube ist ein wenig gekrümmt und ein wenig gebrochen. Ach du Heilige. Also, das ist ja Unterseite. Ja. Da hast du ja gesagt, das sind hier die Gewichte, ja, die Ausgleichsgewichte. Quasi, die, ja, gehen praktisch da durch. Junge, ich finde das gerade so geisteskrank interessant. Das ist dann nochmal ein Filter, Bypassfilter dann, oder? Nein, das ist einfach nur der Ölfilter. Die Pumpe saugt hier an. Ah, alles, was, okay, dann direkt drin ist, bleibt im Sieb hängen. Okay, das ist normal. Ein bisschen was ist immer normal. Überleg mal, wie alt der Motor ist, wie lang der steht. Ja, ja, ist es dann auch Abnutzung von ne Getriebe ist ja da nicht drin. Nein. Ist halt ja da, Getriebe hat ja eine eigene. Nein, Öl, komplett eigene Ölversorgung. Genau. Ja. Kann es aber auch Abnutzungserscheinungen vom Motor so an sich sein? Ja, klar. Ist das dann auch so, dass der Ölfilter so getauscht wird? Nee, der Ölfilter, nein, der Ölfilter wird, ist außen, ja, das dran. Ah, okay. Der Punkt ist nur der, hier wird das Öl instant von der Ölwanne angesaugt, geht dann hier durch die Kanäle durch. Und der erste Anlaufpunkt ist der Ölfilter an sich. Das heißt, diese Kartusche, der sitzt ja hier. Und alles, was dann nachher noch hier an feinerem Schmutz durchkommt, durch das Sieb, wird dann im Ölfilter selber gefiltert. Und das ist effektiv nur ein Ölvorsieb. Da drin, ja, sitzt die eigentliche Pumpe. Das, ah, hier ist die eigentliche Pumpe. Das hier ist der Schnorchel. Okay, ich mache einfach. Ich mache. Normalerweise müssten die zwei raus und dann kriegst du die Ölpumpe. Ich gehe kurz Pipi und dann komme ich dazu, ja, ja, falls es nicht gut klappt. Wobei die eigentlich relativ easy jetzt wegging, muss ich tatsächlich sagen. Boah, riech mal. Komm mal her. Nein, ich habe schon gerochen. Riechst du das? Ich bin da sehr empfindlich und ich habe beim Aufmachen habe ich das schon gerochen. Magst du nicht? Nein, ich riech schon gut. Also ich schwör. Wir machen jetzt weiter. Das Ding ist, wir hatten gerade technische Probleme hier im Livestream. Ihr auf YouTube habt das nicht mitbekommen. Ich habe die Schrauben rausgemacht, soweit es geht. Beziehungsweise die Schraube habe ich noch nicht ganz rausgemacht gehabt. Die habe ich jetzt raus. Und jetzt zieht man das Ganze einfach nur raus, oder wie? Also das ist der Antrieb von der Ölpumpe. Der dreht sich dann. Oh ja, hey krass. Das sieht man sogar. Das ist Spiel, oder? Ist normal. Okay. Da sind zwei Zahnräder nur drin, die gegenläufig zueinander schaffen. Okay, und das heißt, das wird dann, das war das Loch, wo der da drin war. Und hier oben, das haben wir ja beim letzten Stream gesehen, hier war ja die Buchse vom Ölfilter dran. Teil war so dran und das kommt von da hier ran, geht dann wahrscheinlich irgendwie hier hin irgendwo. Wie ist das? Ach, da drin, hier. Das hat ja damit dann gar nichts, nee, zu tun. Da geht nur der Kanal vom Öl rein. Dann hängt das auch auf dem mit auf der einen großen Welle. Ah, hier! Ja. Da sieht man's. Das hängt hier mit drauf. Das heißt, das ist ja der Zündverteiler und das hängt dann alles mit dem Zündverteiler zusammen. Naja, eigentlich mit der Welle vor allem. Klar, aber das wird alles über diese eine Welle da angetrieben. Ja. Okay, krass. Wir haben das jetzt einmal weggemacht. Oh, das sieht man ja. Die Dichtung hier unten machen wir neu, gell? So wie alles an Dichtung. Da brauchst du schon eine Frage, wir machen alle Dichtungen neu. Alle. Jetzt mal ganz dumme Frage, wie viele Fragen von mir. Ich merke hier, da ist schon wieder Metall mit drin. Ja, das ist eine Gummiverbunddichtung. Werden nicht manche Ölwannen einfach nur geklebt? Ja. Ohne Dichtung, ne? Ja, das macht man heute aber eher als das. Das ist halt alte Technik. Ah, okay. Der Motor ist nur 30 Jahre alt. Aber das, ich wollte gerade sagen, für mich persönlich wäre es jetzt tatsächlich so, das ist wertiger. Also wenn du selber klebst, dann nimmst du natürlich... Es kommt halt auf deine Dichtfläche drauf an. Wie genau ist deine Dichtfläche gefertigt? Ja, und damals war es halt nicht so genau. Vor allem heute hast du Alublöcke, das sind Stahlgussblöcke, das ist ein Unterschied. Okay, aber das wäre ja für mich hier, diese Dichtung, wäre für mich für genauere, planere Arbeiten. Weil, nee, wenn ich da mit Dichtmasse oder Kleber, das praktisch, dann... kann man so pauschalisiert nicht sagen, da ist halt mal
mal irgendwann mal ein Ingenieur gesessen und hat gesagt, den Motor machen wir mit einer Gummidichtung, den Motor machen wir mit einer Klebedichtung. Ah, okay. Ja, warum gut. Genau, kann ich dir zu 100% nicht sagen. Wenn das drin war, macht man das wieder hin. Okay. Und vor allem im Regelfall, wenn es der Hersteller nicht anders vorschreibt, in dem Fall wird gar nichts geklebt. Nie. Okay. Weil die Lösemittel in den Flüssigdichtungen ja. lösen den Gummi auf. Ah. Das heißt, in Kombination okay. wird es auf jeden Fall undicht. Es ist nicht okay. besser, beides zu nutzen. Kolben ziehen. Kolben ziehen. Ja. Also Kolben 1, 2, 3, 4, ja. Genau. Das habe ich verstanden. Was muss ich jetzt als erstes aufmachen? Die Kolben an sich? Ja, nur die Kolben. Nur die Kolben? Nur die Kolben. Kurbelwelle machen wir, wenn die Kolben draußen sind. Das heißt, das sind jetzt wieder wie so Lagerböcke, die ich jetzt aufschraube und... Ja, Pleu-Lagerbock. Okay, und das oben ist dann vom Pleu ja. praktisch? Okay, verstehe. So. Genau, beide einmal kurz lösen. Geht nicht? Nee. So, dann siehst du hier, wie der Kolben sich rein, hoch und runter. Aber in dem Fall sieht das so aus, als... Die zwei gehen runter. Die laufen und die anderen, zwei gegenläufig zueinander. Das heißt, die zwei, einer davon ist gerade Einlass und der andere ist Auslass. Habe ich das richtig verstanden? Na, so einfach ist das nicht. Oder zünden die gleich? Die zünden Nein, die zünden immer ein Zylinder versetzt. Ja, schon. Immer um 180 aber Grad von versetzt. Der Höhe her sind zwei oben. Die sind am oben, OT genau. und eine, zwei ein, OT. Ja, genau. Einer ist fertig mit Auslass, einer ist gerade am Zünd-OT. Ah, okay. Ja, genau. Das war jetzt meine Frage. Und da fängt jetzt einer an zu verdichten und einer an auszustoßen. Wichtig wäre nur, dass wir die Böcke und die Kolben immer zueinander legen in Reihenfolge. Also der Kolben läuft halt schon immer da drin, schon immer mit dem Lagerbock. Das soll auch nachher wieder zusammen rein. Ja, okay. In den Zylinder. Das ist die Pleulagerschale. Die machen wir auf jeden Fall neu. Wie ist die befestigt? Einfach nur eingeklipst. Die hat hier so eine Führungsnase. Damit die halt drin bleibt. Genau, da, weil sonst kann die mitdrehen. Ja, ja. Machen wir einfach wieder rein, dass es zusammen bleibt. Sieht man auch, also ich weiß nicht, wie gut man es auf Kamera sieht, aber hier hinten ist ein höher, also anders verfärbt. Mit so leichte Ablaufspuren. Sehen aber insgesamt echt noch gut aus. Machen wir auf jeden Fall aber neu. Okay. Die sind jetzt draußen, wir machen neue. Ja, alles gut. Ich mache dir das Bild gerne einmal vor, ja. Achso, die machen wir jetzt so nacheinander. Bevor einer rausfällt, machen wir es ja einzeln raus. Okay. So, das siehst du, Pleuel ist frei. Ja. Und dann kannst du jetzt auch hochheben und rausziehen. Kolben Nummer 1. So, dann einmal das gleiche Spiel auf der anderen Seite. Und du siehst, dass der Abrieb hier höher ist. Ja, warum? Glaub, weil der Verdichtungsdruck kommt ja so. Ja. Das heißt, der Druck hier auf der Seite ist höher. Immer höher. Ja, klar. Darum im Regelfall zeig, auch hier ein höherer Abrieb. Zeig es nochmal in die Kamera. Gerade hier an der Seite. Wenn man das richtig sieht. Sieht man, glaube ich, schon ein bisschen. Ja. Okay, dass der da an der Seite so braun... Ah, nee, das ist einfach nur Öl, oder? Ja, das ist... Altes Öl? Bisschen Verkokung. Okay, das ist jetzt aber alles in allem, ist das jetzt nicht schlimm. Das ist die Ablaufwandungen. Ah, okay. Weil der kippt halt auch so im Zylinder. Das heißt, der stößt schon ab und zu mal hier an. Ja, aber das ist ja normal. Eh geölt. Da ist schon schlimmer. Okay. Das ist nicht mehr so geil. Okay. Müsste ich aber auch mit jemandem mal sprechen. Da ist deine Kolbenringe. Ja. Also das, die oberen zwei sind Kompressionsringe. Die sitzen irgendwie 120 Grad verdreht zueinander, dass der Verdichtungsdruck nicht an den Ringen einfach vorbeiläuft ja. in die Ölwanne. Und das ist der Ölab, also das sind Ölabstreifringe. Das sind tatsächlich drei Ringe in dieser Kerbe. Diese zwei Halteringe ja. und das in der Mitte dieses komisch aussehende gewählte, ja. Ölabstreifring, dass das okay. Öl nicht in den Brennraum kommt. Okay, verstehe. Die Schraube, die ist da, die hole ich schnell raus. Was man nicht alles im Sonderpreisbaumarkt findet. Ist voll geil. So ein Greifteil. Aber Reihenfolge ist egal. Einfach nur 1, 2, 3, 4. Dann hast du ja schon eine Reihenfolge, die nicht egal ist. Ja. Die sind schon, also man merkt schon, dass sie nicht locker sein sollen. Da ist ja auch ordentlich Kraft dahinter. Das heißt, ich gehe jetzt da hin. Ich setze immer den Hammer anhalten fest und klopfe dann mit der Hand oben auf der Hammer drauf. Der verkantet sich irgendwo. Ja, ich kann dir auch sagen, warum. Warum? Kurbelwelle steht falsch. Wir klopfen, also wir hauen gerade unten das Pleuel gegen den Block. Kommen wir nicht vorbei so. Drück mal wieder ganz rein, bitte. So, oder? Ja. Und jetzt ein bisschen gegendrücken. Ich drehe langsam, dass der oben bleibt, weißt du? So. Hier sieht man ja auch wieder die Abnutzung so. Ja. Aber auch nur wieder einseitig, ne? Ja, wobei, da wo halt der Kompressionsdruck kommt, drückt er halt. Ja, aber hier ist es nicht ganz so krass. Also hier ist das es. Das ist krass. Da ist es krasser als hier. Das war ja auf dem anderen auch so. Das ist normal, oder? Normal, aber ich müsste mich auch erkundigen, wie es aussehen darf. Okay. Das Problem ist, wenn ich halt hier mache, verschiebe ich die ja auch leicht. Ja. Lagerschale. Sieht so aus. Eine Seite die müssen wieder. Müssen auch gleich aussehen, relativ. Da ist der starke Abrieb.
die dunkle Stelle in der Mitte. Die Schale ist insgesamt dunkler. Nee, es ist jetzt auch nicht so wild, ehrlich gesagt. Also es ist nicht so mega relevant, weil es nicht richtig böse aussieht. Und wir ja, aber man macht es dann halt einfach neu. Richtig. Haben wir folgendes Problem. Wir werden jetzt den Motor vom Bock runternehmen müssen. Das hört sich nicht so nach Spaß an. Wir luften das Ding da jetzt runter, machen das weg, stellen den auf den Boden und machen das auf den Boden fertig. Komplett alles fertig. Auf den Boden. Naja, jetzt müssen wir noch den Deckel abnehmen. Die Luftbäcke raus und dann ist Kurbelwelle draußen und dann ist der Motor fertig. Ah, okay, krass. Hey, schnell. So wie ich, nimm es jetzt. Und Vorsicht, meine Hand. Kannst du deine Hand raus? Das heißt, jetzt machen wir das hier weg. Ja. So, einmal. Kannst du alle gleich aufmachen. Ich verstehe auch nicht, warum du keine Verlängerung nimmst. Keine Ahnung, Verlängerung wäre ja einfach. Liegt im Koffer. Es wird jetzt einfach nur rausgeklopft. Ja, da ist schon Gummi drauf. Das hier ist Gummi. Und hier ist dann wahrscheinlich nochmal Dichtung, aber das Dichtungsmasse, die braucht man wahrscheinlich, das ist ganz normal Papierdichtung. Ne? Ja, die muss man runterschaben dann. Jetzt machen wir Kurbelwellenlagerböcke auf. Das heißt, das sind die Kurbelwellenlagerböcke. Genau, die 5 Stück, wir fangen mit dem mittleren an. Okay, und gehen dann? Nach außen. So, nach außen, okay. Die Schrauben macht man dann auch neu, oder? Die auf jeden Fall, ja. Bis sie einmal leicht dreht, genau. Genau. Ja. So, und jetzt einfach rausdrehen, oder? Jetzt einfach rausdrehen. Egal wie. Ja. Jetzt drehen wir es so ein bisschen hoch. Ja. Dann kommt immer die andere. Oh, ich sehe gerade, wie tief das reingeht. Aha. Aber überleg mal, da ist die weichste Gewalt drauf. Die Böcke machen wir aber auch gleich wieder hin. Weil da ist auch das gleiche Prinzip. Ja, wir holen ja jetzt hier nur die Kurbelwelle raus, ne? Genau. Ich probiere das jetzt mal. Ich halte die Kurbelwelle ein bisschen. Und dann quasi beide Schrauben immer wieder abwechseln, dass das so hin und her hochkippeln kann. Das heißt, das war jetzt der zweite? Das ist eine was? Eine Sperre. Sperre, dass Öl nicht weiterkommt. Ja, das ist quasi so eine Abdichtung hier. Ah, okay, aber das hat nicht jeder. Nee. Und jetzt einmal Trommelwirbel bitte. Und das ist es? Das ist es. Das ist das ganze Hexenwerk. Richtig. Jetzt setze ich nur die Böcke wieder ein. Natürlich unten auch eine Halbschale. Und da ist ja dann, in dem Fall ist es ja so, da ist es ja egal, ob jetzt oben oder unten. Nee. Inwiefern? Da müsste ja auch hier die Lagerschale, die oben sitzt, im Bock, müsste ja auch mehr beansprucht werden als die. Absolut. Stimmt, weil die Schläge gehen ja trotzdem nach unten. Jetzt verstehe ich auch, warum man sagt, dass Leute, die das sich zutrauen und wissen, wie, wo, was, dass die das zerlegen, 1-2 Stunden, easy. Kommt halt auf den Motor drauf an. Ich rede jetzt von dem Motor. Wenn du komplett durchziehst und weißt, was du tust, 2,5 Stunden, dann ist der Motor kaum zerlegt. Wenn nicht sogar weniger. So weit, wie wir es jetzt gemacht haben, hier zerlegt, das hier, lass mich, warte, ich überlege gerade, wie es nochmal heißt, der Ventil. Zylinderkopf. Der Zylinderkopf haben wir jetzt noch nicht auseinandergenommen, aber das ist ja jetzt auch nicht mehr viel. Da hast du jetzt noch die Ventile drin. Ja, aber das ist schon Aufwand, wir haben ja noch. Aufwand, aber von der Menge her ist es nicht viel, nicht mehr so viel, wie wir heute gemacht haben. Aber wenn du das jetzt mal überlegst, bis zu dem jetzigen Stand, wenn du weißt, welche Schrauben du lösen musst, um das wegzukriegen, dann würde ich mir das auch in 4 Stunden zutrauen. Von so, wie wir angefangen haben, bis jetzt. Ohne Labern easy. Schon eigentlich sehr geil. Wie gesagt, das Zusammenbauen ist das Hexenwerk, nicht das Zerlegen. Das Zusammenbauen ist das Geheimnis. Zylinderkopf machen wir das nächste Mal. Mal schauen, ob wir das im Livestream machen oder offline. Das müssen wir noch überlegen, weil wir heute echt extreme Probleme hatten mit dem Kabel. Soweit, so gut. Wir werden schauen, was wir Neues machen. Und eventuell, je nachdem, wie lange wir brauchen für einen Zylinderkopf, wird das als nächstes kommen. Plus, was brauchen wir am Material? Wobei, da könnten wir eigentlich einen eigenen Stream machen oder ein eigenes Video dazu. Ja. Was brauchen wir? Suchen? Das woher kriegen wir es? Auch entspannt machen. Genau. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Dabeisein bei dem heutigen Video. Lasst gerne eine positive Bewertung und einen Kommentar da. Algorithmus-Kommentar wäre super, damit wir hier mal ein bisschen YouTube sagen, hey, sind wieder da. Danke auch an dich, dass du da warst. Nächstes Mal kriegst du bayerischen Tee. Ein bisschen mehr. Wenn ich wieder fit bin. Genau. Lasst auch gerne positives Feedback für Tim da. Der hat sich heute mit Mandelentzündung hierher bewegt und das nur, um das Ganze mit uns hier durchzusetzen. In diesem Sinne, macht's gut. Haut rein. Bis bald. Ciao. Hier sitzt unten im Block. Wird ja von der Nockenwelle auf und zu gemacht. Kannst du auch richtig mutig gehen und machst mit Gewalt so. Ja, jetzt sieht's noch gut aus. Und irgendwie muss ja irgendjemand das Ganze auch zusammensetzen. Der kann außen nicht vorbei, somit will der innen durch. So muss er sich bewegen? Ja. Aber in diese Richtung sollte sie sich nicht bewegen. Ah.
Hat man das ziemlich dazu heiß geworden? Weißt du, die Kamera oder so? Sowohl als auch. Den brauche ich nicht mehr planen. Das aber ich würde den gerne mal holen. Ja. Schön einmal die Kamera.